Welche Rolle spielt Olaf Scholz im wohl teuersten Steuerskandal der Bundesrepublik? Fragen rund um die Cum-Ex-Affäre tauchen immer wieder auf, als sich der SPD-Bundeskanzler in Berlin den Fragen der Hauptstadtmedien stellt. Eine Tradition zum Ende der politischen Sommerpause. Der Cum-Ex-Skandal bei der Hamburger Warburg Bank schlug zuletzt wieder Wellen, als laut Medien in einem Schließfach des früheren Bundestagsabgeordneten und Scholz-Parteifreunds Johannes Kahrs eine große Summe Bargeld gefunden wurde. Was wissen Sie über das Geld im Schließfach von Johannes Kahrs? Nichts. Und die nächste Frage, was glauben Sie denn, wo es herkommt? Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich. Bei Cum-Ex-Geschäften wird eine einfach gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstattet. Erst 2019 entschied der Bundesgerichtshof endgültig, dass es sich dabei um strafbare Steuerhinterziehung handelt. Inzwischen laufen zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Banken oder frühere Mitarbeiter. Scholz war von 2011 bis 2018 erster Bürgermeister von Hamburg. In diese Zeit fällt der millionenschwere Cum-Ex-Skandal bei der Warburg Bank. Gegen Kahrs wird in Zusammenhang mit der Affäre ermittelt. Bei dem Fund von Bargeld sieht auch Scholz offene Fragen. Ich bin so neugierig wie Sie und wüsste natürlich gern, wo es herkommt, aber er wird mir wahrscheinlich weder mir noch Ihnen eine Auskunft erteilen. Gleichzeitig macht Scholz klar, dass er in der ganzen Cum-Ex-Angelegenheit keinen neuen Erkenntnisstand sieht. 2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat. In wenigen Tagen soll Scholz zum zweiten Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg zur Cum-Ex-Affäre aussagen. Ob dann mehr Licht ins Dunkel kommt, ist fraglich.